Also, seit ich heute mit Baby Khan hier Schlittschuh gelaufen bin, hat er ihn wohl nicht mehr gesehen. Das heißt, er ist jetzt schon länger nicht dort gewesen. Wo kann er denn noch sein? Es ist eiskalt, Leute. Hey Leute! Was geht? Baby Khan hier mit Mama Danja. Hallo. Hallöchen, ich flieg grad ein bisschen mit Zoe rum im Haus. Was machst du? Ich flieg mit Zoe rum. Im ich Haus warte auf dich. Nicht geflogen, Baby Khan. Das weißt du doch ganz genau, wenn du mir hier die Einrichtung kaputt machst. Bitte nicht im Haus. Ich bin vorsichtig. Zoe kann super fliegen. Ja, aber du nicht. Ja, was ist denn jetzt? Wir wollten jetzt raus. Meinem Fuß geht's besser und du hast mir versprochen, dass wir heute wieder rausgehen. Ja. Ja, wir wollten ja diese Minigames heute mal spielen, oder? Ja, also wir wollten auf jeden Fall das Rennen nochmal vernünftig machen und uns diesmal nicht verletzen. Ja, hat Zoe schon gefrühstückt? Nein, wir haben noch nicht gefrühstückt. Gute Sache. Wollt ihr vielleicht beide erstmal frühstücken? Ja, wir holen uns Donuts. Du weißt schon, dass du diesen Drachen nicht nur mit Donuts großziehen kannst, Baby? Oh doch, das kann ich. Guck mal, er ist schon fast... Hallo! Zoe. Hey, lass ihn, das ist mein Haustier. Das ist nicht fair, was du machst. Ich möchte nur, dass dein Haustier was Gutes isst. Ja, aber das ist mein Haustier. Ich muss mich drum kümmern. Lass es. Also bist du... Okay, alles gut. Das ist nicht fair. Es ist dein Drache, es ist dein Drache. Ja, danke. Ich sag ja auch nicht, wie du Manni erziehen sollst. Ja, ich erziehe Manni doch auch sehr gut. Ja. Ist Manni bald ein Neon-Pet? Ja, bald. Ein bisschen dauert es noch, aber ich hoffe, wir schaffen es noch vor Silvester. Ja, ich glaube sogar vor Weihnachten vielleicht. Vielleicht schaffen wir es sogar vor Weihnachten. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. So, okay, können wir jetzt langsam? Ja, los, komm, wir gehen jetzt in die Stadt. Ich muss meine Zeit bei Speedy noch verbessern. Oh, ja, das ist natürlich ein gutes Vorhaben. Aber pass bitte auf, du weißt, ne? Boah, heute ist auch ziemlich kalt, ne? Ist wirklich kalt. Oh. Hast du den Jacke? Hast du noch eine Jacke angezogen? Ja, ich habe doch darunter immer diese Thermowäsche an. Sehr gut. Ich weißt dachte gar doch nicht, dass du die anziehst. Ja, also ehrlicherweise wollte ich das nicht, aber die ist wirklich warm. Ja, oder? Ich weiß. Bin so stolz auf dich, dass du alleine deine Thermounterwäsche angezogen hast. So, ich bin jetzt bei Speedy. Und ich warte auf dich. Ich kann das Rennen schon starten, aber ich warte auf dich. Okay, warte, ich will auch zu Speedy. Hey, Speedy. So, Zoe, du musst einmal kurz rein. Okay. Okay? Ja. 3, 2, 1 und los! Let's go! Oh, diese blöden... Ach, Mama Danja. Guck einfach auf die Zeit. Guck, wie schnell du einfach bist. Oh. Nein! Was denn? Hast du dir schon wieder wehgetan? Nein, das Rennen war vorbei auf einmal. Oh, mach du weiter. Das Rennen war vorbei. Oh, weil ich den Kurs verlassen habe. Warum hast du denn den Kurs verlassen? Weil ich gesprungen bin! Ach so. Was stellst du für Fragen, Mama Danja? Ja, dann musst du wohl noch eins machen. Wir können ja dann einfach die Zeit vergleichen, oder soll ich auch nochmal neu starten? Ja, okay, machen wir. Ich kann auch nochmal neu starten, wenn du willst. Nö, brauchst du nicht. Okay. Aber ich habe das Gefühl, das wird keine gute Zeit. Wow. Oh, diese blöden Pinguine. Ja. Leute, wie schnell seid ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für eine Zeit habt bei diesem Minigame. So. Würde mich mal echt interessieren. Und? Ich habe gesehen, dass das Leute in fast 35 Sekunden oder so schaffen. Was, in 35 Sekunden? Ja. Da bin ich doch gerade mal durchs Ziel gefahren. Also, ich meine jetzt am Anfang. Ja. Wie schafft man das denn? Verrückt. So, ich habe 1 Minute 24. So, ich habe 1 Minute und 5. Och, Mist. Ja. Also auf dem Server bin ich, glaube ich, gerade der Schnellste. Obwohl, bin ich der Schnellste? Nein. Nein, ich bin nicht der Schnellste auf dem Server. Weißt du was? Ich schaffe das jetzt unter 1 Minute. Oh, warte! Wir können jetzt wieder zum... Ja, los, let's go! So. Es ist aber voll kalt. Mir ist langsam richtig kalt. Aber du hast doch deine Thermounterwäsche an. Ja, aber trotzdem. Ist sie nicht kalt? Bei mir geht's eigentlich, muss ich sagen. So.
Aber ich bin auch schon ein bisschen größer, weißt du? Ja. So, beweg dich wieder ein bisschen Futter. Viel. Und wenn dir zu kalt ist, Baby, dann gehen wir einfach nach Hause. Nein, nicht heute. Naja, aber das hat doch auch keinen Wert, wenn du hier frierst die ganze Zeit. So, was haben wir hier? Oh, nein, ich bin wieder... Oh, ich bin eingefroren. Oh je, soll ich dich retten? Huch, au, nein, ich auch. Okay. Ups. Ich bin auch eingefroren. Die kommen aber auch immer so aus dem Nichts, diese Frosty-Dinger. Aua! Oh, jetzt bin ich schon wieder auf den Pops gefallen. Schon wieder. Oh, hier ist aber echt glatt. Eieieiei. Och, Mann. Ah! Oh, warum lege ich mich denn hier immer hin? Also ich muss sagen, heute stelle ich mich nicht gut an. Mir ist auch richtig kalt, muss ich sagen. Mir ist richtig kalt. Erkältest du dich, Baby Khan? Weiß ich nicht, aber... Nein, ich erkälte mich nicht. Okay. Ich hoffe. Ich hoffe es wirklich. Och, Mann. Ich komme hier nicht über das Eis. Wie, du kommst nicht über das Eis? Ich bin so langsam. Ach so, ja, ich weiß, das ist normal, leider. Das ist leider normal. Das ging mir auch gerade so. Was sind das für schöne Blumen hier? Okay. Ich möchte jetzt aber sehen, wie der Drache gefüttert wird. Das ist, glaube ich, Zoes großer Bruder oder große Schwester. Ja? Ich glaube schon. Die sind wirklich süß, die Drachen. Mhm. Also wenn der dann so futtert, da geht richtig das Herz auf, sag ich dir. Ja, ich weiß. Vorsicht! So. Ah, hier ist ja noch mehr Eis. So. Oh, guck, da ist der Drache. Ja, und der futtert jetzt hier die Süßigkeiten auf. Siehst du das? Ja, ist das cool. Ach, vielleicht kannst du so ja doch nur mit Donuts groß sehen, wenn ich mir so ihren Bruder hier anschaue. Ja, es kann sein. Okay, Mama Danja, ich, kann ich dann weitermachen oder müssen wir nach Hause? Was weitermachen? Ja, ich wollte jetzt ein bisschen weiter in Adopt Me City noch rumgehen. Ach so, ja, klar kannst du, ich würde vielleicht, noch schon mal nach Hause gehen. Ja, okay, aber ich darf bleiben, ne? Du darfst bleiben, ja klar. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht alles von Adopt Me City gesehen. Ich glaube, ich habe auch noch nicht alle, habe ich alle Schneemänner gefunden? Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Komm mit, Zoe. Oh, mir ist richtig kalt, Leute. Aber ich muss jetzt draußen bleiben. Ich will jetzt nicht nach Hause. Ich war jetzt so viele Tage zu Hause. Ich will jetzt mal raus. Tschüss! So, ich könnte gleich noch zum Zelten. Kann ich hier eigentlich noch was suchen? Anscheinend nicht. Gibt es hier vielleicht noch andere Geheimnisse? Wie sieht es eigentlich bei Justin aus? Au! Warum erwischen mich immer die Pinguine? Echt kalt. Ich glaube, ich gehe mal kurz zu Justin. Hey, Justin. Kann ich kurz bei dir bleiben? Warum schließt du denn gleich? Ich dachte, der... Es wäre 24 Stunden auf. Ja, ist okay. Ich kaufe ein bisschen was und dann haue ich ab. Aber draußen ist es richtig kalt. Gut, ich habe verstanden. Nein, du darfst Zoe nicht streicheln. Jetzt verstehe ich, warum Mama dann ja den nicht mag. Schmeiß mich einfach raus und es ist wirklich kalt mittlerweile. Aber ich will nicht nach Hause. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zum Zelten. Vielleicht sieht es da auch ein bisschen anders aus. Oh, warte. Hier ist noch einer. Ich helfe dir. Ich baue einen Schneemann. Do you wanna build a snowman? Aber es gibt noch einen. Okay, Zoe. Ah, da. Zoe, wir haben ihn gefunden. Den Schneemann. Jetzt haben wir 5 Stück. Oh, super. Danke. Mir ist aber auch richtig kalt. Also, ich glaube, ich gehe kurz ans Feuer. Wir holen uns ganz kurz was. Hier so Marshmallows. Das ist für dich. Magst du doch, oder? Und das für mich. Oh. Leute, mir ist richtig kalt. Also, ich beginne jetzt schlafen. Hier in dieses blaue Zelt, okay? So, das ist dein Bett. Das ist mein Bett. Also, eigentlich könnte ich nach Hause, weil mir ist richtig kalt, aber... Bleib jetzt hier schlafen. Also, gute Nacht. Du, Manni, hast du Baby Khan irgendwie schon gehört oder gesehen?
Leute, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil Baby Khan wollte ja noch ein bisschen in der Stadt bleiben und ich will jetzt auch nicht schon wieder so Helikopter-Mama Danja ähnlich wirken, aber ich mache mir irgendwie schon Sorgen, weil es ist halt super kalt heute draußen und nicht, dass ihm wieder irgendwas passiert ist mit seinem Knöchel oder so, dass er die Schiene verloren hat. Ich glaube, ich gehe einfach mal in der Stadt ein bisschen gucken, vielleicht finde ich ihn ja. Oder ist das zu... Also ich weiß nicht, oder bin ich dann wieder mache ich mir dann wieder zu viele Sorgen? Vielleicht nerve ich ihn dann, vielleicht trifft er sich gerade einfach mit Freunden oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Komm mit, Manni, wir fahren jetzt. Baby Khan? Spielplatz ist er nicht. Baby Khan? Nee, da geht er nie rein. Baby Khan? Ich glaube, ich frage mal kurz Speedy, ob er Baby Khan gesehen hat. Hey Speedy, du sag mal, hast du zufällig Baby Khan gesehen? Also ich... Okay. Danke. Also seit ich heute mit Baby Khan hier Schlittschuh gelaufen bin, hat er ihn wohl nicht mehr gesehen. Das heißt, er ist jetzt schon länger nicht dort gewesen. Ich frage mal bei Justin. Ich mag Justin zwar nicht, aber vielleicht hat er ja Baby Khan gesehen und dann könnte er mir irgendwie Auskunft darüber geben, wann er zuletzt da war. Oder vielleicht hat er auch was gesagt, wo er hin wollte. Hey Justin. Ja, können wir kurz das beiseite. Du sag mal, hast du Baby Khan irgendwo gesehen? Also der war heute bei dir, ja? Wo kann er denn noch sein? Es ist eiskalt, Leute. Nee, also direkt wieder ins Auto. Mann, da friert man ja. Baby Khan? Baby Khan? Oh, es ist kalt hier. Irgendwo. Wer geht denn selten bei dem Wetter? Baby Khan? Was machst du denn? Oh Gott, was machst du denn hier? Nee, Mama Danja. Komm her. Ab ins. Oh. Sorry, komm her. Oh, oh Gott, das bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ins Auto, jetzt. Oh, ja. Oh, Mama Danja, mir ist voll kalt. Ja, was machst du denn hier? Oh, es ist super kalt. Was machst du hier, Baby Khan? Oh, Mama Danja, du kannst ja immer noch nicht Auto fahren. Ja, Ruhe jetzt. Wir fahren jetzt nach Hause. Mir ist voll kalt. Warum bist du denn ich bin beim fast Zelten? Erfroren. Ja, was machst du denn beim Zelten? Warum kommst du denn nicht nach Hause? Du bist doch verrückt. Du kannst doch nicht den ganzen Tag draußen bleiben. Ja, aber ich war die letzten Tage immer zu Hause und deswegen wollte ich jetzt draußen bleiben. Aber es war voll kalt. Es sind minus 18 Grad. Das ist wie in der Gefriertruhe. Ja, ich weiß. Kannst du mir einen Tee machen? Ich glaube, ja, Zoe hat damit kein Problem, weil Zoe ist sowieso so ja, ein Winterpad. Ja, Zoe kann das. Aber Zoe kann dich halt auch nicht wirklich aufwärmen. Sie ist ein Eisdrache. Sie mag das, wenn es kalt ist. Aber kannst du mir einen Tee bringen, bitte? Ich setze dich jetzt erstmal in die Badewanne. Ja, bitte. Oh, eine heiße Badewanne, bitte. Oh, danke schön. Oh, das tut richtig gut. Das tut richtig gut, sage ich euch, Leute. Oh, mir war voll kalt. Da bleibt er einfach den ganzen Tag da draußen. Ich glaube es einfach nicht. Ich kann reden wie ein Buch, aber es wird nichts bringen. Es wird einfach nichts bringen bei diesem Kind. Oh, Mama Danja, ich gehe in mein Zimmer, okay? Ja, warte kurz. Hier ist dein Tee. Ohne den gehst du bitte nicht. Oh. Bringst du mir vielleicht noch eine Decke? Ja, mache ich. Hast du... Also ich weiß, Zoe und so, aber kannst du vielleicht Dr. Pai rausholen? Weil wieso? Dr. Pai ist ein bisschen wärmer als Zoe. Okay, Zoe, bis später. Okay. So, Dr. Pai legt dich jetzt zu Baby Khan. Aufwärmen jetzt. Okay. Oh, das tut gerade richtig gut. Noch eine Decke. Leg dich hin. Ich mach die Heizung ganz doll an und hier die Tür mal okay. Zu. Okay, ich... Nein, du kommst jetzt her. Du legst dich nicht dahin. Du legst dich bitte hier hin. Okay. Oh, ist das schön warm. Oh, Mama Danja, kannst du nicht kurz hier bleiben, bitte? Ich bleib noch hier.
Warum bist du denn jetzt den ganzen Tag draußen geblieben? Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte einfach nicht nach Hause, weil es so schön war draußen. Und dann wurde es ein bisschen zu kalt. Und ich bin ja schon bei diesem Spiel, wo wir den Drachen füttern wollten. Ja, der war doch schon die ganze Zeit kalt. War mir schon kalt, aber... Ja, guck mal, Manni und Dr. Pai wärmen dich beide. Okay. Können wir nicht den Rest des Abends zu Hause bleiben und vielleicht... Ja, wir gehen definitiv nicht mehr heute raus. Das kannst du vergessen. Wie wär's denn, wenn wir... Monopoly spielen. Oder Skip-Tot. Ja, genau, das wollte ich auch vorschlagen. Oder... Können wir das hier am Kamin spielen? Ja, können wir. Wir können ein paar Kartenspiele, ein paar Brettspiele spielen. Ich glaube, das ist auch mal ganz schön, oder? Okay. Solltet ihr auch machen, Leute. Also, wir spielen jetzt mit Mama Danja ein bisschen Karten und ein bisschen Brettspiele. Könnt ihr vielleicht jetzt auch mit eurer Familie machen oder mit euren Freunden. Tschüss! Ciao!